Und er wird gleich das Spiel eröffnen, der KSV in der ersten Halbzeit von links nach rechts. Und der Schiedsrichter Jan Dennemerker pfeift. Und los geht's. Döringer. Gute Ballbehauptung, super gemacht. Springfeld. Xal kriegt den Ball noch durchgesteckt auf Nadschar. Springfeld ist mitgelaufen, Pass kam ein bisschen spät. Trotzdem noch die Schussmöglichkeit. Jetzt ist sie da! Und er ist drin! Und das Geburtstagskind macht den Treffer. Jascha Döringer mit dem 1-0. Ganz starke Szene des KSV. Jascha Döringer trifft zum 1-0 hier gegen den VfB Stuttgart. Das ist sein erster Saisontreffer und das gönnen wir ihm natürlich ganz besonders, dem nachträglichen Geburtstagskind. Die Kunst ist es dann, diese Führung auch zu Ende zu spielen. 2-0-Führung hatten wir ja schon in Homburg erlebt zur Halbzeit. Da ging es ja nochmal ganz anders aus. Nadjar mit Döringer. Oh, der bleibt dran. Döringer, ganz starke Aktion. Bringt den in die Mitte. Donnerfeld. Ball immer noch im Spiel. 2-0 für die Löwen. Der KSV legt nach. Die 2-0-Führung in der 43. Spielminute. Lukas Iksal. Und die Haupttribüne steht. Schauen wir auch gleich nochmal auf dieses toll rausgespielte Tor. Und das kennen die Löwenfans gar nicht mehr. Hier im eigenen Stadion. Schauen wir nochmal auf die Szene. Das ist Noah Jones, der dran bleibt, sich den Ball gut vorlegt. Der Keeper kommt raus und dann ist es doch Stendera, der den Ball letztendlich in die Maschen schiebt. 2-0 für den KSV. Mogge. Auf Vesco. Viel Platz. Vesco mit einem schlechten ersten Kontakt. Durna bleibt dran. Durna, Serkan Durna im Strafraum. Gut zurückgearbeitet. Punktgenaue Grätsche. Standardmöglichkeit jetzt nochmal für den KSV. Und ich glaube, jetzt wird auch der Letzte noch dran glauben, dass das heute die ersten drei Punkte sind. Und das ist der Fall. Der KSV Hessen-Kassel gewinnt 2-0 gegen den VfB Stuttgart. Und damit ist diese schreckliche Serie vorbei. Erster Sieg nach 11 Spieltagen. Und das sowas von... Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.